Servus, Autofreunde, und herzlich willkommen auf der Parkbank. Ja, schauen wir mal rum schon wieder. Nee, Quatsch, natürlich nicht. Heute geht sogar auf eine relativ große und auch relativ anstrengende Tour. Und zwar sind wir jetzt in Muggendorf, bei Muggendorf, das geht ja durch mehrere Dinge. Und es gibt wieder eine gediegene Höhlewanderung. Unter anderem ist dann auch die Osmannhöhle dabei, das ist eine sehr große Höhle. Und jetzt geht es erst einmal an die Rosemannhöhle, heißt die, glaube ich. Jo, wird interessant, wie wir gleich sehen. Aussicht ist jetzt schon gut, wir sind noch gar nicht viel gelaufen. Aber es wird wahrscheinlich auch wieder, ihr wisst ja Bescheid. Ui, 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 ui. Ja, ne, ist klar. Was meinst du daneben? Ja. Lieber nicht, gell? Ja. Und wenn ihr Lust habt, wie immer, gehen wir gerade mit. Ihr habt es einfach gerade beim Mitgeben, die zwei daneben. Die zeige ich euch gleich. Bis gleich. Und da haben wir sie. Hallöchen. Die einzige Susi Outdoor. Der Turbomarschierer. Ja, ja. Und hier haben wir sie. Oh, ist die noch. Kleiner Moment. So, machen wir so irgendwie. Sag einfach Hallo. Hola. Hola. Okay. Da haben wir die wunderbare Aussicht schon. Sogar mit Aussichtsturm oder Plattform. Ja. Aussicht ist aber nur so schön, wenn ich da runter gehe. Ja, ja, gut. Sehr wahrscheinlich. Wir sind schon relativ hoch. Das sind wir aber jetzt nicht gelaufen, das sind wir gefahren. Es geht eigentlich von oben los, aber so wie ich jetzt auf der Tour sehe, geht es dann abwärts, aufwärts, wie ich schon gesagt habe. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Die Tour an sich kann ich eigentlich nicht sagen, wie lang die ist, weil die ist von irgendjemandem so saublöd geplant worden. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Keine Ahnung, wie der Typ ist, wie die Tour geplant hat. Du? Weißt du das zufällig? Nee. Mhm. Auf jeden Fall sind die Punkte durcheinander. Ich kann das am Handy nicht anders machen. Deswegen habe ich es halt so gelost. Jo, und dann laufen wir theoretisch laut der App, laufen wir dann 35 Kilometer und haben 960 Höhenmeter. Das glaube ich eher nicht. Wobei, ich glaube, wir kommen schon in eine dreistellige Höhenmeterzahl. Also zusammengewaschen natürlich. Okay, gut. Wenn es interessant wird, schalte ich euch wieder ein. Bis gleich. Also, noch einmal zur Berichtigung. Das Ganze ist nicht die Rosmannhöhle. Beim Rossmann kann man was anderes kaufen, sondern die Rosemüller-Höhle. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich es vorhin schon richtig gesagt habe, aber nur mal so zwischenbei, dass ich es jetzt richtig gesagt habe. Ja, die Wege, erst waren es Treppe, jetzt geht es wieder ein bisschen auf und wieder ein bisschen ab. Ja gut, wenn es so bleibt, wäre es cool, aber das glaube ich nicht. Nachdem ich den Berg da hochgefahren bin, ahne ich fürchterlich es. Naja, ob wir das überleben oder nicht, sehen wir dann in dem Video. Oh, ich hoffe, man kann es lesen. Okay, Freunde, wir sind schon mitten drin, wie ihr seht. Also so ein Rundgang. Mega geil, ich hoffe, ihr seht das alles. Wahnsinn.
Fledermausohr da oben. Genau hier. Den Drachenflügel. Ist das geil. Ja, habe ich. Ha, die geht weit neu, man kommt bloß nicht durch. Ja, doch, ohne Rucksack, kommst du durch. Alter Schlappe, guckt euch das schon wieder an. Moment, ich mach mal ein bisschen Licht. So. Ich hoffe, ihr seht das alle. Gehen wir bitte aus den Fies. Ohne Rucksack kommst du nicht. Nee, los, du machst den Tropfsteine kaputt. Links kannst du laufen? Nee, da kommst du nicht durch, da musst du durchrutschen. Du siehst da aus wie sauer. Und wenn jetzt erst einmal. Mega geil. Kommst du eh nur bis du hier, wo ich jetzt hier leiste? Hinter das Loch, da musst du reinkrabbeln. Hast du vielleicht Ausrüstung dafür? Aber geil. Okay, jetzt nochmal die totale. Moment. Licht an. Schade, dass man das nicht festhalten kann, wie groß die ist. Das ist schon krass. So, haben wir sie. So sieht das Auto aus. Winke mal. Winke mal, siehst du noch was? Guck mal. Okay. Okay, viel ist nicht zu sehen, Mann. Also, wie ihr gesehen habt, die Höhle ist mega groß. Diese komischen Kätze sind, weil da gerade so irgendwelche Esoteriker drin waren. Die dann gedacht haben, wir warten, bis die rausgehen. Nee, das machen wir natürlich nicht. Und wie ihr seht, ist es auch gut kalt. Aber mega geil. Ich zeige es euch mal rum von unten. Moment. Mit Licht natürlich. So. Obacht! Ja, ich bin aufgerutscht. Nichts passiert. Bleib dran, nur mal sehen, was das für Dimensionen sind. Das ist der absolute Hammer. Okay. Und da geht es dann wieder raus. So, und jetzt nur mit Kätze. Geil aussieht das ja schon. Nee. Diese Esoteriker. Ja, ja. Da sind sie dann naturverbunden und so. Und dann könnt ihr mal gucken, was da so passiert. Wenn man sowas macht. Dann versaut man halt auch den Fels mit Kätze wachsen. Ne? Jo. Okay, da geht's raus. Geht auch ohne Probleme mit Rucksack. Alles gar kein Thema. So. So, das war jetzt die Höhle. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen drauf gekriegt. Man hat alle andere Leute. Und verdammt glatt, ich habe ein bisschen aufpassen müssen. Vorher waren so Esoteriker drin. Ich wollte es jetzt so innen zu laut sagen. Deswegen sind da auch die Kätze und so. Irgend so eine Selbsthilfegruppe, was weiß ich. Grüne Wähler oder so, keine Ahnung. ja, die Höhle ist nur, also es ist ein Riesenraum. Mehr eigentlich nicht. Also es ist jetzt nicht so wie das, was wir da, wo wir da drin rumgekrabbelt sind. Ich habe zwar jetzt gesehen, hinten drin die Tropfsteine, wo ich da neu gefilmt habe. Wie gesagt, hoffentlich sieht man es. Ist hinten noch einmal ein enges Loch. Ich vermute fast, da ging es auch noch ein bisschen weiter. Aber wie gesagt, ohne Ausrüstung empfehle ich jedem sowas nicht zu machen. Vor allen Dingen auch ein CO2 und Kohlenmonoxid-Dioxid-Melder. Wäre dann halt auch nicht schlecht. Jo. Sehr glatt da drin. Trotz meiner super Schuhe bin ich sogar einmal fast hingefallen. Meine Frau ist hingefallen. Jo. Dann haben wir da halt rumgestanden. Erstmal warten müssen, bis die komischen Esoteriker da rausgekommen sind. Meine Fresse, in Zeitlupe die Treppe da runter. Ja, es ist halt so, kann man nicht ändern. Auf jeden Fall war es schön. Gut, dass ich es mit drauf gemacht habe, weil es eigentlich ein Umweg ist. Weil wir müssen jetzt theoretisch wieder zurück ans Auto und von da aus geht dann die Tour wieder weiter. Aber der Abstecher hat sich schon mal gelohnt. Ein super Einstieg. Hoffentlich geht es so weiter. Vielleicht ein bisschen weniger glatt wäre nicht schlecht, weil ich rutsche selbst hier. Also heute ist brutal. Und gestern hat es auch gut geregnet. Von daher ist normal. So, jetzt sind wir ganz gediegen. Halbe Stunde ungefähr, ja, so ungefähr 2,5 Kilometer Langstrasse runtergelaufen. Erst hoch, volles Programm, dann wieder runter. Okay, aber jetzt sind wir schon am nächsten Highlight. Das sind die Stromschelle. Ja,
In diese Richtung sieht es gut aus, in diese Richtung nicht. Aber was quatsch ich lang? Moment, ich zeig's euch. Jetzt endlich wieder im Wald. Jetzt geht eigentlich die offizielle Tour wieder los. In diesem Sinne, guckt euch an. So, das war das Highlight schon. Mehr war nicht. So, wie gesagt, wir sind erst hoch, dann groß, dann wieder runter. Moment, um jetzt wieder hochzulaufen. Jawohl. Also wenn das alles wieder hochgeht, was wir jetzt runter sind, dann runter. Die Tour an sich habe ich ganz vergessen. Müssten so auf der, ich schätze mal so 50 Kilometer sein. Kann es nicht genau sagen, habe ich vorhin erklärt, glaube ich. Oje. Jo, zu allem unnütz, ist alles noch nass und rutschig, sehe ich. Okay, so geht's rauf. Naja, der Wald geht schon wieder nochmal im Geschmack, da oben haben wir einen Fels. Jo, da haben wir die Waldhexe, da haben wir unseren Wolf, passt. Oh, unser nächstes Ziel ist dann das Sieghardt-Tor, gell? Sieghardt-Tor. Oh, ist auch nochmal so ein Felsentor, glaube ich. Sind jetzt 200 Meter da hoch. Schön ist. Moment. Guck. Schön ist steil. Guck, wie so läuft. Warum läuft denn das so? Womit das schon wieder aussieht. Alter, Alter, wir gehen gerade mal in die Wand der Höhle. Strecke ich hin, wo ich hingeflatscht bin, eben. So, jetzt laufen wir entlang. Wie heißt die Bach da? Wiesent, habe ich das richtig mitgekriegt? Also die Wiesent. Laufen wir jetzt entlang. Kleiner Moment. Felsen, die zeige ich euch aber wie gesagt jetzt nicht alle. Finde ich ein bisschen blödsinnig. Und da haben wir die Wiesent. Ja, Moment, ich hole es euch ein bisschen her, weil da vorne sind noch Leute. So, schön ist. Was wir aber morgen machen, wissen wir noch nicht. Weil das ist dann schon der letzte Tag. Eigentlich war geplant, da ist noch mal so direkt an unserem Wohnort ist noch mal so ein Berg. Aber im Moment macht man Rücken gerade massive Probleme. Ich hoffe, ich überlebe die Tour da noch einigermaßen. Und dann werden wir weiter sehen morgen. Boah, mit der Spucke drauf und geht wieder. Na, guck. Die Dinger zeige ich euch natürlich immer. Das ist schon geil. Ich finde das Vermoos, das ist so mega geil. Hinge mal. Oh, das ist schön so Gitter, wenn man so schön viel Mapsel unter den Schuh hat. Okay, so sehen wir nichts. Das Wasser so milchig, so komisch, gell? Mhm. Aber schön. Also ist steil? Nein, überhaupt nicht. Kommst du drauf? Keine Ahnung, wie ich da drauf komme. Schade, dass man das nicht gescheit zeigen kann. Yes. Unglaublich. Puh. Rentiert sich aber schon wieder sehen. Wahnsinn. So, könnt ihr nochmal gucken. Alter, Alter. Okay, dieser Fels. Waren jetzt halt auch noch Wanderer guckt. Das ist der berühmte Ruhestein. Das ist der Quelleweg. Sehe ich aus, wenn ich Ruhe hatte. Willkommen. Okay. Jetzt geht's weiter in Richtung Oswaldhöhle. Kommt aber noch was anderes zwischendrin. Ich weiß aber gerade nicht was. Okay. Weiter geht's. Wir haben
So, nach vielem Auf und Ab haben wir jetzt auch mal ein paar Kühe. Moment, ich zeige es euch so rum. Boah, knallissern. So, da haben wir sie. Nicht ganz so schön wie im Allgäu. Ja, jetzt laufen wir hier schön im Freien. Und da unten kommen wir. Gefühlt eine Stunde berghoch. Wahnsinn. Was ist denn das jetzt? Das Quakenschloss? Okay. Hallo. Schön, schön. Witzig finde ich aber auch den Baum da. Cool. Da ist es doch, das schönste Loch. Ach nee, oder? Okay. So, oben habe ich leider nicht filmen können, da waren Leute. Ich komme. Wollen wir jetzt nicht, so ein ganz enger Platz, wären direkt mit drauf gewesen, das muss ich nicht sagen. Jo, aber ich bin auf der Zwischenstation, kleiner Moment. So, und da oben haben wir auch noch jemand. Guck mal. Hallo, hallo. Schön ist. Falls ihr noch mehr wissen wollt darüber, Moment, ich hätte da was. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Könnt ihr mal ja noch neu schreiben, habe ich schon mal gesagt, glaube ich. So, einmal abscannen bitte. Dankeschön. In diesem Sinne, Frau Instagram am Werk. So, jetzt bin ich mal wieder am Filmen. Wir fahren jetzt durch das Quakenschloss. Mal gucken. Ja. Da müssen wir jetzt durch. Na, Wallfische? Ja. Cool, hä? So, wo geht's da hin? Oh, bergabwärts. Mal gucken gehen. Ja, bergabwärts. So, das war das Quakenschloss. Jetzt wenn man nur noch da hoch geht, da darf man nämlich auch hoch. Da hoch gehen wir jetzt. Wow, ganz schön hoch, cool. Da unten sitzt Männle da und der Hund will wieder Geschmus kriegen. Mensch, sieh dich! Oh Gott! Das ist mal Aussicht. Ganz hoch auf den Gipfel. Geil, die Aussicht aber. So, hier ist auch noch so Ende. Wo geht's abwärts?
Ah, schön, gell? So, das ist ganz oben auf dem Gipfel. Du kannst auch hoch, ja? Ich gucke. Geht nicht? Ja, dann los, wenn es nicht geht, Schatz. Ja, doch, es geht aber. Nee, lass bevor es runterfällt. Sag mal, hallo. Hallo. So, das nächste Ziel ist dann die Oswaldhöhle. Das ist eigentlich das Hauptziel von der Tour. Ja, jetzt habe ich mir mal Frage ein bisschen filmen lassen, weil ich wollte jetzt nicht hoch. Weil ich habe mir vorhin irgendwie was verrenkt. Ich habe mir schon die ganze Zeit ein bisschen schmettet daneben an der Seite. Und jetzt habe ich irgendwie, ich weiß nicht, das zieht wie Sau. Ich will jetzt das Risiko nicht eingehen beim nächsten Abrutscher oder Stolperer, dass ich dann noch mehr kriege. Deswegen habe ich gesagt, nee, so schlimm ist das nicht, wenn ich nicht wieder hochgehe. Habe ich alle schon tausendmal gesehen. Von daher, kein Thema. Hauptsache, die Claudia hat Spaß. Der Hund wäre eh nicht hochgekommen. Jo, passt schon. Ich hoffe, die hat es gescheit gezeigt. Ich habe noch nicht geguckt. Mal Kamerafrage. Ja, Weg. Sehen wir ja hinter mir wieder schön im Wald. Aber so ein bisschen lichter der Wald. Kommt auch immer wieder die Sonne raus. Jetzt geht es Gott sei Dank mal abwärts. Also die Tour, die hat uns ganz schön was abverlangt, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Also das ist schon, ist auch in Komoot als schwer betitelt. Und das ist auch, ich werde eher sagen, noch eine Stufe weiter, wie schwer. Was ist denn das dann? Sau schwer. Ja, von daher, gute Kondition, gute Schuhe. Selbst ich bin sogar jetzt weggerutscht, obwohl meine Schuhe eigentlich nicht rutschen. Also ich bin jetzt auch zwei, dreimal weggerutscht. Sag mir der Grund, warum ich jetzt nicht so hoch bin. Aber wie gesagt, jetzt nochmal so unkontrollierte Bewegungen in der Rücke, dann habe ich mal richtig Probleme. Ihr kennt ja meine Rücke leider, habe ich ja auch schon erzählt. Ich habe jetzt ein bisschen Muff, ob da ein Nerv geklemmt ist oder irgendwas, keine Ahnung. Egal, haben noch einen da, das kriegen wir auch noch hin. Ja. Boah, jetzt bin ich aber einer zusammengelaufen, ich zeig's euch. Brabbelweg 13, haben wir es wieder. Und ich komme nicht wieder rüber. Ah, doch. Jupp. Doch. Ja, das ist auch das Problem. Immer so komische Brabbelwege. Und dann auf die Felsen. Das macht Spaß. Witzig ist, ich bin gar nicht auf sowas weggerutscht. Das war da, wo man das Landstraße stieg. Da bin ich so ein bisschen neben der Kante reingedreht wieder. Und bin so kurz. Das war gar nicht schlimm. Aber das ist halt so fad, weil ja da eh schon irgendwas geklemmt ist wahrscheinlich. Voll ins Kreuz gezogen. Auch noch die linke Seite da hinten. Also das ist noch nicht die Oswaldhöhle. Ha! Du gehst rein, ne? Ja, ja. Ja? Also wir sind jetzt gerade ein bisschen, soll man sagen, verwirrt. Wir wissen jetzt nicht genau, ist das jetzt schon die Oswaldhöhle oder nicht? Oder ist das jetzt einfach nur, weil da oben steht jetzt nur Wanderweg führt durch die Höhle. Geringste Höhe 1,60 Meter. Also Kopf euch hier. In diesem Sinne, gehen wir gerade mit. Moment. So, da geht's lang. Wie geil ist das jetzt schon wieder? Was? Guck mal da hoch, Moment. Ja, Licht. Sag mal, für uns ist das natürlich super, wir sind hier höher 1,60 Meter. Wahnsinn, also das ist ja jetzt mit einer mega Überraschung, da hat sich doch die Schinderreichen wieder gelohnt. Ich habe jetzt nur die Klärkunst.
Ist das geil, das ist die Oswaldhöhe, Luna Bro. Nee, das ist der Durchgang, ich hab geguckt. Echt? Guck da mal den riesen Raum an, das ist ja Wahnsinn. Wo geht's denn durch? Hier stinkt's noch Feuer. Okay, hier geht's nirgendwo hin. Ach, wo finde ich dann hin? Da hier, so. Okay. Ja. Boah, natürlich mega glatt. Und da so Abgänge, wo man nicht genau weiß, ob es weitergeht. Da unten. Na gut, da kommen wir raus dann. Ha, ist das krass? Ja, pass mal auf. Geht's nicht weiter. Glaube ich nicht. Ja, ich auch nicht. So, guck, da ist ein Klettermax auch. Wo sie das bloß herholt. Das ist der Ausgang. Und da, warum ach, in der Höhle noch Feuer stinkt, sieht man jetzt. Ach, nee. Und da wundern die sich. Eine Riesenhöhle. Wahnsinn. Als Durchgang von der Wandertour. Mega geil. Okay. Okay. Wann es funktioniert, ist ja gut. Da steht jetzt Oswaldhöhe. Also muss das ja dann doch die Oswaldhöhe sein. Nee. Wanderweg führt durch die Oswaldhöhe, da oben steht. Das ist die Oswaldhöhle. Okay. Um Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Also das war jetzt die Oswaldhöhle. Das war jetzt ganz blöd bei uns. Auf der Karte war Oswaldhöhle unten Punkt und oben Punkt. Und dann war aber noch einmal irgendeine andere Höhle zwischendrin. Wir haben da nicht gewusst, wo wir jetzt waren. Also oben das Stück, die komisch, die Ausbuchtung dort, das war dann die andere Höhle. Und das war jetzt die Oswaldhöhle. Das ist eine Durchgangshöhle. Klar, dass dann zwei Punkte drauf sind. Ne? Das ist ja logisch. Ach, gegen die Sonne ist vielleicht ein bisschen bescheuert. Machen wir es mal so rum, okay. Jo, das war jetzt auch das letzte Highlight. Das ist eigentlich auch das Haupthighlight gewesen. Jetzt geht es eigentlich direkt ans Auto. Es sind jetzt noch so ungefähr 2 Kilometer vielleicht. Vielleicht auch 2,5, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall zu der Tour kann ich nur sagen, Daumen hoch, aber mein lieber Scholli, mit guter Kondition, mit mega guten Schuhen und nicht mit Rückenschmerzen, so wie ich, Abenteuer geladen. Es sind viele Höhlen, Felsen, es gibt viel zu sehen, aber sie ist richtig schwer. Also die hat jetzt wirklich Oberstdorf-Qualität, sie ist wirklich hoch runter, hoch runter. Wir sind glaube ich 5 oder 6 Mal Steigung hoch, die nicht mehr aufhören wollen. Ich glaube jetzt mittlerweile die 950 Höhenmeter insgesamt kommen hier. Ja, von daher, Moment, ich muss gerade mal da aufpassen. So, von daher ist schon geil. Ich habe die Tour auf Komoot 8 drauf, ich habe es aber jetzt auf privat gestellt, weil die ist komplett falsch. Die geht vorn zurück, habe ich euch ja am Anfang erzählt. Also die kann man so nicht nachmachen, außer ihr lauft dann einfach die Tour und ohne auf die Nummern zu achten und ohne auf die Kilometer, weil dann wären das jetzt 35 Kilometer gewesen. Ich vermute, es waren zwischen 12 und 15 Kilometer. Laut meiner Frau, ihrer komischen App, waren es sogar weniger, aber das stimmt nicht ganz so, weil das halt die Höhe nicht mitrechnet. Dann waren wir halt so hoch, hin und wieder runter, hat man 2 Kilometer gemacht. In Wirklichkeit ist man 4 gelaufen oder 5. Das kann man natürlich auch vergessen. Auf jeden Fall, kleiner Moment, da ist sie. Susi Outdoor, hä? Ja. Guck gerade noch den Weg mit dem Blatt auf dem Kopf, sehen das? Jo, lange Rede, kurzer Sinn. Was soll ich schon lange rumbabbeln? Wenn es euch gefallen hat. Däumchen hoch, wie immer. Wisst ihr ja, Freude und so ohne Ende. Brauche ich mich nicht wiederholen.
In diesem Sinne, ich wünsche euch was sehr, sehr Schönes. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Emo, machen wir noch was. Und dann ist Tuck. Dann ist leider der Urlaub schon rum. Dieses Jahr ein bisschen kürzer, erzähle ich aber dann später. Weil ich weiß noch gar nicht genau, was wir morgen machen. Wie gesagt, ich habe Rückenprobleme und so. Schauen wir mal. Okay, also bis dann. Ciao.